Der perfekte Kalbi. Wir wollen uns das heute mal aus der Sicht der Limette anschauen. Es ist ein ganz schönes Nerd-Video, was euch heute erwartet. Es geht darum, wie kriege ich am besten den Limettensaft in mein Glas hinein. Was man von der Zitrone kennt, was sich für den Kalbi aber nicht so eignet, ist so eine Auspresse. Ist viel zu anstrengend und deswegen legen wir das gleich weg. Viel zu schmuddelig bei der Zubereitung. Das gängigste sind wohl Stößel. Ich habe hier einen aus Holz, einen aus Edelstahl. Man merkt, der Unterschied ist, Holzstößel ist für den, für die Person, die oft mit der Hand abspült, denn ansonsten gibt es hier irgendwann dann so Spülmaschinenrisse und vorne nutzt sich das auch schneller ab. So ein Edelstahlstößel hat den Vorteil, hat vorne Rillen, die immer fest sind und ist auch spülmaschinengeeignet und sehr robust. Das ist der Unterschied dabei. Vorteil ist von den Stößel, man bekommt eigentlich klassisch ein gutes Ergebnis und man würde ja hier nochmal diese Limette weiter vierteln, dass man Achtel hat und die Achtel würden dann mit in den Kalbi mit drin schwimmen und somit hätte auch jeder Trinker wirklich sofort die Gewissheit, das ist ein Kalbi, den ich trinke, denn beim Kalbi werden ja typischerweise die Limettenschalen mit reingegeben. Nachteil ist aber, dass wenn man zu sehr drückt, dass auch die Bitterstoffe der Schale mit in das Getränk kommen. Das macht den Kalbi oft bitter, beziehungsweise auch wenn den Kalbi etwas länger steht, dann löst sich das. Deswegen müsste man theoretisch immer vorher die Schale säubern oder irgendwie Bio-Limetten kaufen. Abhilfe schafft da mein Favorit, das ist in der Limettenpresse. Diese Presse hat den Vorteil, arbeitet extrem schnell und effektiv. Gerade wenn man sehr viel Kalbis machen muss, ist das wirklich eine Sache, die sehr spritzarm ist und weniger versüfft ist. Denn ich lege wirklich dieses Presse deckungsgleich auf das Glas und dann kann ich hier reinpressen und es macht wirklich eine halbe Limette immer extrem effektiv leer vom Saft her. Das Schöne ist, ich habe nur den Saft und keine Bitterstoffe, weil die Schale, und das ist vielleicht auch für manche ein Nachteil, die Schale wandert ja im Prinzip in den Müll, weil dann habe ich ja eine Hälfte ausgepresst. Abhilfe kann man sich schaffen, dass man trotzdem immer ein, zwei Viertel mit einfach reinschmeißt. Gerade wenn man im Catering ist, dann lohnt sich das auch so herzustellen. Positiv ist auch der Aufwand beim Schneiden. Ich muss die Limette einmal halbieren, brauche nicht die Enden, die noch mal ein bisschen bitterer sind, abzuschneiden. Und somit habe ich ein extrem schnelles und effektives Arbeiten. Das wär's von diesem Video. Fazit kann ich sagen, ich persönlich nutze sehr gerne die Presse. Auch zu Hause, selbst wenn ich wenig Limetten mache, weil ich finde einfach, das ist ein schnelles und effektives Arbeiten. Ich kann das direkt übers Glas halten und geht rein. Geht auch im Salat für die Presse super und es ist eine schöne Sache. Es ist eigentlich fast mit zwei Händen schnell zu bedienen und in der Luft. Also ich muss weder auf mein Glas hier Druck ausüben, es besteht die Gefahr, dass irgendwas so bricht, noch anderes. Deswegen kann ich die Presse empfehlen. Holzstößel ist der Klassiker. Leider mit der Zeit für die Spülmaschine etwas bedenklich, dann wäre natürlich der Edelstahlstößel das Bessere. Ich mache euch einen Link zu allen drei Utensilien unterhalb des Videos. Macht's gut, ciao!